Zwischen 1965 und 70 wurde The Velvet Underground das, was Lou Reed die Kultband nennt. Mehr als 20 Jahre nach ihrer Trennung haben sie sich wieder zusammengetan, um dem Ehre zu erweisen, der ihnen damals auf die Sprünge geholfen hat, Andy Warhol. Hier die Dokumentation anlässlich ihrer letzten Europatournee 1993. How do you manage to be a cult band and be a big cult band? But that's what we are, in fact. If there is such a thing, we're the only example of it.